Ihr habt einen Account bei Audible und wollt eure Hörbücher nun endlich auch mal auf der Apple Watch hören, ohne immer das iPhone dabei zu haben? Das funktioniert. Mit dem neuesten Update der Audible App könnt ihr nun auch eure Hörbücher direkt mit der Apple Watch synchronisieren und dann ganz ohne iPhone hören. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Willkommen in der Technik-Video-Welt, ich bin Alpa und heute sprechen wir über Audible und die Möglichkeit, einzelne Hörbücher auf die Apple Watch zu übertragen und dann dort zu hören, ohne dass ihr das iPhone dabei haben müsst. Bislang ist es eben immer so, dass man das iPhone unbedingt dabei haben muss, weil es eben noch nicht die Möglichkeit gibt, das Ganze in Audible zu streamen. Jetzt gibt es aber zumindest die Möglichkeit, einzelne Hörbücher hier zu übertragen. Dann muss man tatsächlich nicht mehr das iPhone mitnehmen, sondern kann unterwegs sein und einfach nur mit der Uhr die Hörbücher hören. Was muss man dafür tun? Das erste, was ihr tun müsst, ist, euch in eurer Audible-App ein Buch herunterzuladen. Ich habe jetzt hier die drei Sonnen. Das Buch habe ich mir gekauft und ist auch schon auf meinem Gerät installiert. Das heißt, es darf nicht in der Cloud sein, sondern muss auf dem iPhone sein. Jetzt nehmen wir an, ihr habt das gemacht. Dann kommt der zweite Schritt. Wir wechseln einmal in die Apple Watch-App und gehen dann weiter runter, bis wir zu den einzelnen verfügbaren Apps kommen. Wie ihr seht, habe ich hier einzelne Apps, die ich auf der Apple Watch installieren kann. Hier taucht bei euch auch die Audible-App auf. Ihr klickt auf Installieren und dann wird sie auf der Apple Watch installiert und dann seht ihr hier auch schon, Audible, die App ist installiert und die App wird auch auf der Apple Watch angezeigt. Ich kann das Ganze jetzt auch mal prüfen. Ich gehe jetzt hier einfach mal hier drauf und wie ihr sehen könnt, ich schaue mal, wo die App sich befindet. Die hier ist links oben, allerdings ist momentan noch nichts da. Hier steht aber schon, übertragen Sie einen Titel von Ihrem iPhone. Besuchen Sie Ihre Bibliothek in der Audible-App auf Ihrem iPhone. Tippen Sie auf die drei Punkte bei einem bereits heruntergeladenen Titel, um das Menü zu öffnen. Und wählen Sie mit Apple Watch synchronisieren. Genau das muss man nämlich tatsächlich auch machen. Ich gehe also jetzt wieder zurück in die Audible-App und klicke hier auf diese drei Punkte. Und habe nun die Möglichkeit, mit Apple Watch synchronisieren. Wenn Sie Ihre Apple Watch mit dem magnetischen Ladekabel verbinden, kann das Synchronisieren schneller werden. Wie ihr seht, werden nun die Titel vorbereitet. Das heißt, das ist noch nicht die Übertragung mit den 2 Minuten, leider nicht, sondern es ist lediglich die Vorbereitung und danach findet die Übertragung statt. Wie lange dauert denn so eine Übertragung? Je nachdem, wie lang das Buch ist. Wenn ihr also tatsächlich ein Buch habt, welches 10 Stunden oder noch länger dauert, dann kann das schon mal 1-2 Stunden tatsächlich dauern, was echt ärgerlich ist. Wenn es allerdings irgendein, zum Beispiel ein Podcast ist, den ihr irgendwie übertragen wollt, dann kann das auch schon einmal in einer halben Stunde funktionieren. Das Ganze geht also tatsächlich relativ langsam, aber es lohnt sich, wenn ihr das eben einmal gemacht habt, dann funktioniert tatsächlich euer Hörbuch auch komplett auf der Apple Watch und ihr könnt unterwegs sein. Und es ist wieder ein Grund, das eigene iPhone zu Hause zu lassen. Ja, das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.